Hallihallo, hier ist der Gusua und mit dabei habe ich den Rixe. Jo, hallo. Und wir gucken uns mal einen Angriff an, also nicht nur einen, sondern mehrere Angriffe an. Der hier, den habe ich jetzt schon so ein bisschen vorgeschaut und er war mega geil. Also ich würde sagen, er hat einfach alles sowas von richtig gemacht. Also er geht hier unten mit Riesen rein und wirklich Zauber dann richtig gesetzt. Also alles einwandfrei, also es ist richtig rundum sorglos Paket. Aber wir werden es gleich sehen. Setzt noch die Magier. Ja, also wirklich Magier richtig gesetzt. Da hätte ich ein bisschen weniger genommen, aber gut, okay. Nicht weiter wild, also echt richtig gut gewesen. Die Riesen schön gedefft und hier dann schön die Magier hinten ran. Also das ging richtig geil. Hier Rage, also der King halt. Das ist super gezündet, ey. Richtig geil geraged. Und dann kommt gleich hier ein Heal, der ist der absolute Knüller. Hier, jetzt der Heal. Ja. So, jetzt kommt's. Das ist perfekt. Der King ist die ganze Zeit schön im Heal drinne. Also, perfekt. Also, besser geht es nicht. Also, einwandfrei. Guck mal, bis wohin der King wieder gehealt wurde. Also, richtig geil. Und dann hier die Kobis, die hätte ich eventuell nicht von unten gezogen, sondern da wäre ich von oben reingegangen, aber ansonsten passt das. Ja. Und läuft auf jeden Fall. Also richtig, richtig gut. Und ich meine, klar, Truppen haben natürlich auch ein bisschen was gekostet. Ich meine, sobald man Magier bei hat, ist das ja immer eine etwas teurere Geschichte. Aber ansonsten echt mega geil. Und jetzt sag mal den Rest hier noch schnell. Und dann war richtig geiler Angriff. Also da kann man echt nicht meckern. Loot war mehr als ausreichend. Das war schon echt geil. Und den muss man sich einfach geben. Jetzt gucken wir mal den nächsten hier. Was haben wir hier? Ja, das kann man mitnehmen. Schauen wir mal, was wir mitnehmen können. Ja, ist auch in Ordnung. Die Sache ist die, das Gute ist, dass du jetzt hier Go Wipe verwendet hast. Das war da einfach noch was zu sehen bekommen. Ansonsten hätte ich nämlich schon fast vom Loot her gesagt, ist es natürlich eine gute Sache, aber nichts Episches. Aber jetzt gucken wir aber mal. Aber jetzt Go Wipe, ne? Dann wird's schon episch. Ja. Läuft auf jeden Fall bis jetzt sehr gut. Ja, zumal man bedenken muss, ich meine, die Golems sind nur Level 1. Von daher muss man halt wirklich gucken, so mega viel halten sie dann doch nicht aus. Der Jump sitzt richtig gut. Ja. Und jetzt gleich Pekka mit rein. Einwandfrei. Ja, ich bin auch ein bisschen am Kotzen. Mein Jump ist jetzt so mit das Letzte, was ich noch nicht gemaxt habe komplett. Oh, guck mal, sogar der Golem konnte sogar noch nach da rüber springen. Also einwandfrei vom Jump her. Oh, geil, der macht den Magierturm sogar noch platt. Jetzt wird er sich gleich teilen. Und selbst dann, da macht er garantiert noch den Bogiturm platt. Und innen drin ist natürlich mega. Ist alles schön reingelaufen. Ein bisschen schade. Hätte ich gewusst, dass ich hier Sechser Riesen drin habe, dann hätte ich die Sechser Riesen schon vorgeschickt. Weil die jetzt hinterher zu schicken, ist natürlich schade. Hätten tanken können auch. Ja. Und jetzt, guck mal, jetzt dafür sogar noch Mauerbrecher verwendet, dann wäre ich wirklich eher von der anderen Seite rangegangen. Ja. Aber ansonsten ist das nicht weiter schlecht. Vom Loot her, wie gesagt, vollkommen in Ordnung. So, ich mache mal ein bisschen schneller hier. Na, die hätte man sich theoretisch auch sparen können. Aber gut, wie gesagt, ich will nicht rumheulen. Ist ja trotzdem nicht verkehrt gewesen. Ja. Aber er schafft es nicht komplett. Aber lootmäßig war das schon ganz in Ordnung. War schon kein schlechter Loot. Da kann man nicht meckern. Aber wie gesagt, hätte man es noch ein bisschen anders gestellt, hätte man es auch ohne Probleme locker gethreestart. Also das wäre kein Thema gewesen. Ja, hätte er auch restart werden können. So, jetzt muss ich mal gucken, dass ich mein Mic hier ein bisschen runter mache. Das nervt sonst. So. Paul der Beste. Jetzt gucken wir mal bei Lulu rein, was Lulu so reißt. Nee, das reicht uns nicht. Wie gesagt, an alle die noch etwas kleiner beziehungsweise eben im Anfang sind, vollkommen in Ordnung. Bloß das ist halt eben wirklich das, was jetzt der Standard
YouTube-Gucker, sage ich mal, ist, denke ich mal, im Normalfall irgendwas zwischen 7 und 9, also nicht Jahre, sondern Rathaus. Und dann ist natürlich irgendwie 50, 60k im Loot her nicht so wirklich der Knüller. Ja. Das hier ist was anderes. Und zwar, guck mal, hier richtig schön Sammler und Minen und hier nur die Lager. Also ich würde jetzt mal sagen, ich würde ja mal glatt von rechts angreifen, oder? Ja, es wäre auf jeden So, Fall easy gucken wir Loot. mal. Würden wir mal gucken hier, was hier geht. Zack. Schauen wir mal. Setzt ja schon mal nicht Bogenschützen vor. Ja, ich sag mal, das ist eine easy Sache. Ich meine, da kann man nicht wirklich was verkehrt machen, denke ich. Ja. Ich hätte aber eher sogar noch die Barbaren noch was vorher gepackt, dass die noch mehr getankt hätten. Aber ansonsten, Ja, ja, dann das ist hätten mehr Bogenschützen noch überlebt. nicht weiter wild. Ach so, Zwille jetzt, das okay, Rathaus jetzt wollte er nehmen. noch das Rathaus ziehen, okay. Ich hätte ja eher fast noch gesagt, gut, okay, komm, ich will sogar noch das Dunkle haben. Bloß das wäre natürlich auch ein bisschen tricky gewesen mit der Fläche, mit dem Flächenschaden. Ja, wäre nicht so Aber einfach geworden. ansonsten passt das. So, der King hat Loot. Mal schauen. So. Nee, den hatten Den hatten wir. wir Aber gerade. der war geil. Also von daher, von dem Loot, wenn du das natürlich öfter mal hast, dann ist das natürlich echt geil. 400k Gold und 250 Alex, das ist geil. Ja. 650k läuft. Oh, Und nein. hier beides. Also, ah, okay. Ach, da oben ist das. Da stell ich mir aber die Frage, wenn ich die Schweine habe, dann stelle ich die an irgendeiner Ecke, wo ich nicht einfach rankomme. Da konnte er ja alles Ja, spawnen. da können Da wir hätte auch. er die Schweine nicht unbedingt nehmen müssen, theoretisch. Nur so würde ich sagen. Da hätte er jetzt zum Beispiel auch den King vorschicken können. Hätte er gucken können, was passiert. Bin ich der Meinung. Er hätte es auch auf den Minenwerfer außen setzen können, die Schweine. Ja, genau, richtig. Dass man da, zack. Damit man den Minenwerfer vielleicht schon mal ein bisschen wegbekommt Ja, von nicht zumal das Barbaren. ein Re in Anführungsstrichen ein relativ großer war, sage ich mal. Das ist, glaube ich, Level 4 müsste das sein. Oder nee, Level 3. Ich glaube, Level 3. Level 4 müsste noch ein bisschen größer sein. Also, und da ist dieses Ja, Level mobile 3. Dingsbums da dann ein bisschen größer, dann bei 5 noch was größer und dann der 6er ist Ganz komplett cool. Gold und dann genau. So müsste das sein. Und ansonsten, ja klar, hier natürlich außen. Ich gehe mal ein bisschen schneller ran hier. Na, Jetzt nicht muss. vergessen hier. Aber ich glaube Da mal, das unten. hat, das vergisst er nicht. Er hat auch noch genug Troops. Das Um das passt. unten wegzufarmen, genau. Man muss aber auch überlegen, er muss auch rein, weil es halt eben vom Gold her. Genau, richtig. Der Weg dafür führte nicht dran vorbei, dass man wirklich auch drinne leer macht. Ja. Einwandfrei. Geile Sache auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall mal ein nicer Loot gewesen. Doch, auf jeden Fall, den konnte man mitnehmen. Schade, dass nichts Dunkles mehr da war. Aber das ist schon echt. Das sind 670, fast 680k. Ja. Sehr nice. Also da hast sich den Rest des Tages gefreut, würde ich sagen. So, ich mache hier mal meine Lichtverhältnisse. Ändere ich mal hier schön mit dem Fuß. Haha, bam. Sehr geil. So. Und jetzt gucken wir mal nochmal. War ganz okay. Nochmal Lulu. Na, dann schauen wir mal. Nee. Lulu. Nee. Naja, für das Rathaus-Level ist es schon ein guter Loot gewesen. Na, ich weiß ja gar nicht, was er hier. Das kann man ja gucken, was er für ein Rathaus ist. Das ist ja wichtig. Naja, Ich stimmt. meine, für den Gegner. Ja, wie gesagt, da sage ich auch, Level 37, da ist der Loot echt geil. Kann ich gar nicht meckern. Das stimmt schon. Da Ja. kann man in dem Bereich wirklich richtig was reißen. Aber, wie gesagt, Und jetzt nicht so interessant. genau richtig. Nice Grüße gehen an David oder David. Na, cool. Ah, Oh. hier wird's. Nee, ich wollte schon sagen, hier wird's schwer, aber Ist ja genau. auch alles außen. Riesenschön vorgeschickt, ganz genau. Da gehe ich mal davon aus, hast du dir gesagt, ach komm, erstmal schönes Dunkle. Yeah, einwandfrei. Ja, ist auf jeden Fall einiges an Dunkles Ja, dabei. auf jeden Fall. Wirklich Guck mal, auch gut. das, der erste Bohrer und das waren 1,2K. Dann Ja, hier der untere nochmal untere 1,2. hat er schon fast alles. Ja, also das ist schon echt ziemlich nice. Natürlich auch easy außen Ah, wegfahren. schade, hier, der Riese hätte noch früher. Noch Dann hätte schön, der noch ja. besser getankt. Aber Bisschen zu ansonsten. spät.
Und er hat noch 13 Riesen. Alter, da wäre ich nicht so geizig mit einem Riesen gewesen. Ich meine, wenn ich 13 Stück habe, dann lass rocken. Genau. So, jetzt hier. Hier auch mega geil. Guck mal, was hier geht im dunklen Bereich. Mega Also fesch. 2,4K. Ist auf jeden Fall. Genau, hier. Guck mal. An der, Ja, ich okay, hätte es auch da erst hätten alle es jetzt einmal nicht so raus. viele sein müssen. Aber da an der Stelle einen, an der Stelle einen, hat man schon mal zwei Stellen, die tanken und ein 6er Riese, der läuft. Ganz Ja, der klar. läuft auf jeden Fall. Ja, am Schluss hat es ja dann nochmal alle auf eine Stelle rausgehauen. Ja, guck mal, ob er jetzt da reingekommen ist oder nicht, interessiert keinen wirklich. Also die Ja. Riesen hätte er sich sparen können, sage ich mal. Ja, eben. Aber ansonsten, nee, wie gesagt, also lootmäßig war voll in Ordnung und dadurch, dass man einfach wirklich fast 2,5 K am Dunkeln gekriegt hat, ist das echt schon nice. Ja. Auf jeden Fall. So, gucken wir mal. Dem habe ich was abgenommen, dann gucken wir mal. Ja, ist auf jeden Fall ziemlich viel in den Nein, man Lagern. muss hier gar nichts in Sammlern, also alles in Lagern. Und da muss man halt gucken. Also da hätte ich ja dann schon fast das Dunkle anvisiert, dass ich von oben gegangen wäre, beziehungsweise in diesem Bereich hier erstmal nur, dass ich das Dunkle kriege. Aber je nachdem, wenn man gerade sagt, ach, ich brauche gerade das Dunkle nicht so krass, kann man natürlich auch auf die einzelnen Lager gehen, klar. Ja. Aber ist gar nicht so einfach, da mit Bartsch so ranzukommen. Ja, da hast du recht, da hast du recht. Deswegen würde ich mich eben auf eine Ecke Auf eine konzentrieren, Ecke konzentrieren, genau, weil und sonst, alles wenn du hier. jetzt komplett rumgehst, wird es mit Bartsch nichts. Da hast du vollkommen recht und sieht man jetzt hier. Hier wird das nämlich auch eine ziemlich enge Kiste. Ich meine, hier haben wir noch ordentlich Bogies. Hier, guck mal. Ja. Aber wir sind schon bald in der Range vom Minenwerfer. Aber ich denke mal, das dürften sie noch. Ah, nee, jetzt. Ja, wird eng. Ja, schade. Und das ist ärgerlich. Und da hätte ich mir doch einen Arsch aufgerissen, wo ich gesagt hätte. Klar, Loot ist in Ordnung. Ist auf jeden Fall. Jetzt kriegt er sogar noch das Gold. Das Gold kriegt er noch. Und dann ist das schon echt nice. Aber schade, ich hätte gern das Dunkle gesehen. Ja. Nee, ist Naja. schon nice. Kann man nicht meckern. Aber was er mit Bartsch da trotzdem zerstört hat, war nicht schlecht. So, jetzt gucken wir mal. Loot für Gusua. Na, gucken wir mal, was der Krieger hier raushaut. Ja. So, kann man auch mal mitnehmen. Auf jeden Fall, natürlich, klar. Man sieht schon fast alle solche Angriffe mit Riesen, Kobolden und Bartsch. Ja. Na, so habe ich jetzt auch eine ganze Weile lang richtig, richtig fett Dunkles bekommen. Weil wirklich, du sitzt da, hast am Ende nur Bartsch am Start und kriegst das Dunkle nicht, weil es Dunkle im Lager ist. Na, herzlichen Dank. So, wenn du aber das Dunkle brauchst, um wirklich hier die Helden hochzuziehen, welches Level bist du jetzt momentan? Rathaus oder? Nee, welches Normal-Level so, sage ich jetzt mal? 93. 93. Nee, dann hast du ja auch schon mit logischerweise mit dunklen Truppen zu tun. Ja, genau. Und von daher ist dann schon toll, wenn man eben auch mal was vom Dunklen ziehen kann. Und dann kommst du halt mit einem Riesen besser rein. Ja. Vor allem, wenn man Rathaus 9 ist, da man zum Beispiel, da hat man jetzt nicht so viel Truppen mit Elixier abzugraden. Da hat man dann mehr zu tun mit dunklen Truppen. Ja. Na und wie gesagt, ich bin halt eben gerade dabei. Also jetzt momentan durch den CW halt nicht so krass. Aber ansonsten bin ich schon dabei, dass ich die Helden halt noch höher ziehe. Weil die Ja. sind erst beide 15 und das ist jetzt nicht so der Bringer. Ja, Helden sind schon wichtig, die gehen auf 40 Ja. übel ab. Ja, auf Klar, jeden Fall. bis dahin ist bei mir definitiv noch einiges zu tun, ganz klar. Aber ja, maxed-mäßig ist es auch schon Town Hall 9, immerhin 30. Ja, Ja. genau, hier hat er sich noch schönes Dunkel gezogen. Richtig geil. Krieger, nice gemacht. Hat er gut gemacht. Auf jeden Fall. So, gucken wir mal. Der King. Sehr geil. Ja, ich meine, Ja. hier ist wirklich easy Ding. Steht Gucken. alles außen. Man muss gucken, dass man eventuell wirklich die Minenwerfer eventuell halbwegs rauskriegt. Bloß wie will man sie, ganz ehrlich, wie will man die killen? Geht nicht. Also Ja, jetzt geht nicht. mit der Armee kannst du sie nicht killen. Du könntest theoretisch von der Seite dann ankommen. Da würde ich auch sagen, einfach, ich sage jetzt mal hier zum Beispiel ein King gedroppt oder hier sogar.
Hier, na nee, das ist der Boogie-Turm wieder. Hier so, hier, Ja. dass gerade so Range von der Fläche komplett auf den King geht, dass man hier schon mal leer räumen kann und dann wirklich einfach hier einfach Chaos und los geht's. Ja. Ganz klar. Ist auf jeden Fall auch eine geile Base, muss man dazu sagen. Ja, natürlich, ich meine, das Base-Design ist natürlich hardcore. Also, herzlichen Glückwunsch an den Erbauer, der wird sich jetzt mal richtig auf die Schulter klopfen, Ja. dass das mal nicht geklappt hat. Nee, also richtig, 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 richtig böse schlecht. Die nächste Sache ist die, er hätte ja sogar innen drin spawnen können. Ja, stimmt, da waren immer Flächen Aber, dazwischen. ja, genau, dadurch, dass er, wenn er jetzt zum Beispiel Riesen gehabt hätte, hätte man sagen können, komm hier, ich spawn direkt drinne und fertig ist. Dann hätten die Minenwerfer auch den Fokus auf die Riesen gelegt. Genau, und dann hätte man schön leer machen können. Genau. Nee, also wie gesagt, lief auf jeden Fall. Der King, geile Sache. Ja. So, schauen wir mal, was hier weiter noch geht. Jetzt, oh, es wird langsam weniger. Ich glaube, wir sind so gut wie durch. Loco haut noch ein Fail rein. So. Ah, okay, also es ist eine Verteidigung. Und ich sehe gerade 23 Maxed Schweine. Kleinen Moment. Ich bin gerade am Überlegen. Hier hast du eine Bombe, denke ich. Hier hast du eine Bombe. Und Teslas, denke ich, werden drinne sein. Dieselbe Base habe ich. Okay, gucken wir mal. Weil wenn er es jetzt clever anstellt und es halbwegs lesen kann. Dann geht er, ja, setzt er Aber sozusagen eine Wand. kleinen Moment. Also, ich nehme Mauerbrecher, um die Mauer wegzuballern. Und dann Und greife schenkt ich den mit Truppen Schweinereiter an, hinterher. die über die Mauer springen können. Macht keinen Sinn. Also ist ja jetzt, der wurde ja von Loco gepostet, also von daher ist es ja eine Verteidigung. Ja. Da scheint der Gegner das irgendwie, weiß ich nicht. Das hätte ich anders gemacht. Also da muss man ja nicht die Mauerbrecher raushauen dafür. Macht ja auch keinen Sinn, Mauerbrecher mitzunehmen, wenn man Truppen dabei hat, die eben Ja, darüber richtig. springen. Ja, genau, das ist die nächste Sache, ganz klar. Richtig. Und guck mal hier, er ist am Arsch. Ja. Er ist am Arsch, er hat nicht komplett aufgeräumt. Die Queen ist noch komplett da und jetzt kriegt er mit den Truppen nichts mehr gerissen. Ne. Außer er Ja, will die da, ich würde Portale mal sagen, öffnen. Loco, da hast du Glück gehabt, weil du hattest ja einiges an Gold drinne. Ja. Der Titel stimmt vollkommen überein. Fail. Mal gucken, ob er jetzt wirklich noch Wasser kriegt oder Aber ob es er ist so jetzt, gut, noch ein vielleicht war er Nachträger auch zu haben. Connection Lost, kann ja auch sein. Ja, Das kann wirklich sein. jetzt nur die Zeit, ja, das sieht so aus. Weil der hätte schon noch probiert, glaub mal. Ich denke mal, der wird die Verbindung verloren haben. Ja. Aber wie gesagt, das, wie du sagst, welche Kombination ist das bitte? Was ist das für eine Kombination? Ich meine, das bringt ja nun mal gar nichts. Ja, ich meine, er hätte da genauso Mauerbrecher und Hunde nehmen können, beziehungsweise Loons. Naja, genauso. So, Loot Baby von Ender Zen. Enderson. Oh, sehr geil. Der Loot ist Oh. geil. Der ist richtig geil. Ist aber auch ein bisschen was in den Lagern, zumindest im Rator, Ja, in dem ein bisschen. Ja, Zehnerlager. doch, 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 doch. Also so ganz wenig ist da nicht. Das stimmt schon. Hier auch jetzt mal beim Dunklen sieht man es auch. Ja. Ja, doch, doch, da ist schon ein bisschen was drinne. Also komplett gerusht wurde der noch nicht so wirklich oft. Nee. Da ist noch zu viel für drinne. Ja, okay, das Scheint war aber dann auch nur eine inaktiv Nummer. zu sein. Naja, die werden garantiert immer nur so gerade so die Sammler und Minen wegballern. Und Ja. innen drinne bleibt das halt eine halbe Ewigkeit, bis mal einer zum Beispiel komplett mit Loons rüber rennt oder so. Ja. Muss man da noch mal dazu sagen, wieder eine geile Base. Ja, du, ich sehe, du, Base-Design-technisch hast du was drauf, ganz genau. Du Ja. siehst die künstlerische Ader des besagten Base-Creators, ja, auf jeden Fall. Ich meine, so doof, ich meine, er hat ja sich an sich was dabei gedacht, aber grundsätzlich halt eben Fail ausgeführt, weil die Sache ist eben die. Hier Fläche, da Fläche, da Fläche. Kein Thema, super geil. Auch mit den Magiern, er hat sehr gut verteilt. Ja. Aber ich meine, wenn ich hier mein erstes Goldlager hinpacke,
Okay, dann wird mir das natürlich geklaut. Die Fläche ist gerade so in der Range, aber gerade so. Gerade so am Rand. Und klar, das hier ist gut geschützt und das Dunkle halt auch. Aber hier kommt man auch ran. Auch Also, es leicht ist hin. nicht wirklich schwierig. Und dann außen diese Mauern da rechts. Es macht so lang zu ziehen, das macht doch. Ja, Ist das ist. natürlich noch mal was fürs Auge. Ja, aber mehr nicht. Fürs Auge, ja, aber. So, jetzt müssen wir aber hier. Okay, hat er geblitzt. Ich hätte jetzt einfach. Ja, okay. Genau, irgendwo den King hin, wo man wirklich sagen kann. Oh, schade. Oh, ich meine, es ging auch. Lootmäßig war es in Ordnung, sind Aber wir hätte man ehrlich. mehr draus Aber machen es können. hätte noch mehr gehen können. Weil ich meine, ich sehe es selber, ich habe auch die Vierer-Troops und mein King ist auch auf 2. Und von daher weiß ich, was machbar ist. Das Ja. ist auf jeden Fall cool, ganz klar. Wäre aber noch ein bisschen mehr gegangen. Aber passt schon, alles gut. So, So. jetzt gucken wir mal, was wir hier noch haben. So, jetzt. Oh, wir müssen. Oh, hier, doch, den von Hondo, den hau ich jetzt noch einfach mal kurz rein, weil wir sind schon über 20 Minuten wieder. Ja, geil, Hondo reißt es wieder. Oh, 5K Alex. D Alex. Alter, das mal schauen, ob er Das alles mitnehmen wäre darf. ich schon ganz interessiert dran. Ne? Aber die Sache ist die, guck mal bitte auch bei ihm rauf. Er ist gerade Champ. Das Champ. heißt, in Champ wiederum einen Inaktiven zu finden, ist natürlich auch eine mega geile Sache. Ja. Beziehungsweise so komplett inaktiv kann er nicht gewesen sein, weil er hat einen Luftfeger und er hat auch die Infernos noch geladen. Ja. Also so ganz, ganz, ganz inaktiv ist er auch nicht. Schaut alle paar Tage mal rein Ja, und leert ihn. genau. Ja. Und wenn er natürlich hier noch den Stern holt, nimmt er natürlich auch noch einen unglaublichen Bonus mit. Ja. Und den wird er sich definitiv nicht entgehen lassen. Auf keinen Ja. Fall. Ich bin der Meinung, er hat auch reingeschrieben und dann noch Loot-Bonus. Also, beziehungsweise, ja. Ist Bonus auf halt jeden so. Wir Fall. sind jetzt schon bei 1,5K oder 1,2K, was auch schon nice ist. Aber hier sehen wir gleich richtig was abgehen, Dann denke hat er ich. oben noch einen Bohrer, unten noch Genau, links. genau, genau. Also, ich denke auch, er geht erstmal wirklich auf die Prozente, dass er sagt, komm, ich will das Ding safe in der Tasche haben und dann geht's weiter. Ja. Guck mal, jetzt haben wir 50. Einwandfrei. Und dann, Jetzt hat er den super, guck Bohrer mal, links stehen lassen, aber 2,6. Ja, einiges aber komm, genommen. 2,6, alles cool, läuft. Ja. Das soll es schon gewesen sein. Wenn ihr beim Rixe auch mal vorbeischauen wollt, dann verlinke ich euch die Beschreibung von ihm in der Videobeschreibung. Und das war's dann schon wieder. Ich wünsche euch Jo. was. Ciao.